Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grim Tales 2, das Vermächtnis. Ich wollte gerade Star Stable sagen, aber das haut nicht ganz hin. Das ist wieder dieser Moment, wo man merkt, dass ich schon etwas durcheinander bin. Aber das wollte ich eigentlich heute auch noch aufnehmen. Mist. Ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr. Was für ein praktisches Gerät, damit kann ich sogar harte Gegenstände zerdrücken. Ein Stift wäre in einer Sekunde geknackt. Ja. Der erste Hilfeschrank ist verschlossen, ohne den Vorrat, ohne den Schlüssel wird er nicht zu öffnen sein. Jetzt mal unter uns, ne? Warum ist der erste Hilfeschrank verschlossen? Wenn ich doch was habe, muss ich doch direkt ran. Brauche ich doch nicht erst den Schlüssel holen, oder? Ich würde die Scheibe einschlagen, wenn ich einen Notfall hätte. Der Zement könnte noch nützlich sein. Wenn ich einen Beutel finde, kann ich etwas Zement mitnehmen. Hab ich eine Tüte? Eine Jacke? Nein, warte. Ich habe eine Flasche. Warte. Da. Schade. Wo geht's denn da? Oh, ich habe mich gerade kurz erschrocken. Weil hier steht auf einmal so eine Figur. Ein Windgenerator ohne Propeller hilft mir das gute Stück, aber nicht weiter. Könnt ihr ein Gemisch herstellen? Es gibt kein Wasser, ich muss nur... Ja, dann nimm... In der Wanne kann ich die Silikonform für die Statue herstellen. Ich muss... Boah, was für eine Silikonform. Du weißt doch gar nicht, was du machen musst. Das ist ein Trockenofen, damit lässt sich Gips in Sekunden trocknen. Info? Bewege die Würfel mit den Sternzeichen in die... Hey, warum funktioniert das nicht? In die was? In die entsprechende Reihe. Das ist doch die Reihe, oder? Dann muss das da hoch, das muss dahin. Ich habe mir vorhin übrigens nochmal so nachträglich die Serie Die Säulen der Erde angeguckt, weil ich das Spiel ja derzeit auch spiele, ich es echt immer noch schön finde. Auch wenn manche Szenen sehr verstörend sein können. Was war das? Nee. Nichtsdestotrotz mag ich es.
Okay, dann muss ich die zwei irgendwie noch rauskriegen gleich. Also irgendwie sind das mehr Rätsel wie Wimmelbilder, aber gut, ich will mich nicht beschweren, ne? Tada. Ich habe mir jetzt eine Leuchtpistole geholt, okay. Was ist das? Löwe? Schütze? Sternzeichen. Mhm. Zodiac. Okay. Ist nur die Frage, wo kriege ich jetzt den Schlüssel her? Ich kann nicht auf die Straße gehen, dieses Ungeheuer würde mich in Stücke reißen. Würde es nicht. Sehr. Passt da nicht durch, aber das Lineal, was sehr dünn ist. Warum sieht es bei allen immer aus, als hätte die Bombe eingeschlagen, hä? Ja, dann lauf doch einfach durch. Was ist das? Eine Tasche. Okay. Fotorahmen. Der Fotorahmen ist leer. Weil das fehlende Bild muss der Schlüssel zum Luisas nächste Erinnerung sein. Ich muss das alles so schnell wie möglich hinter mich bringen. Warte, warte. Da war doch gerade. Das doch gesehen. Es ist wieder geschehen. Ein zweiter Tag ist vergangen, doch Greg von der Jagd nicht heimgekehrt. Jeden Monat zieht er in den Wald, um bei der Jagd den Eitelkeiten der Welt zu entfliehen. Und jedes Mal war er am Ende des zweiten Tages zurück. Ich beginne mir Sorgen zu machen. Seit er vor zwei Tagen loszog, kann ich nicht schlafen. Ein schreckliches Heulen hält mich wach. Die Angst beschleicht mich, da ich ganz allein in diesem Schloss. Wann kommst du zurück, Liebster? Meine Schwester war um Gray besorgt. Seit langem hat sie sich schon über ein seltsames Benehmen gewundert. Warum hat er jeden Monat das Schloss für ein, zwei Tage verlassen? Ja. Er ist fremdgegangen. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber. Kann ich aber. Einen ganzen Sack mitnehmen. Ich schaff sonst nichts, aber das geht. Ja, wo soll ich denn sonst Wasser hernehmen? Warte, ich habe eine Idee. Lass mich mal zurückgehen, noch weiter. Ich möchte gerne, bitte. Ja? Lass mich einfach mal gucken gehen. Okay? Warte.
Kann ich davon Wasser? Natürlich nicht. Also ich hätte ja auch schon gerne so ein riesiges Schloss, ne? Aber irgendwie bin ich froh, dass ich es nicht habe. Aber überleg mal, wer muss das alles putzen? Ich sehe hier alles, ne? Ich verstehe da ihr Problem nicht. Gott sei Dank. Quietsch, quietsch, knarz, knarz. Gibt es hier irgendwo einen Raum mit Wasser? Na, hier bestimmt nicht. Warte. Ach so. Es gibt nichts, dass ich an dem Seil festbinde. Na gut. Boah, selbst hier draußen ist es so schmutzig. Warum ist es überall so schmutzig? Ich verstehe das nicht. Ein Pfeil, ein Frosch und eine Muschel. Frosch und Muschel. Frosch und Muschel. Das Frosch. Nee, das ist. Ach, das ist ein Leguan. Oder? Zumindest irgendwas X-mäßiges. Pferd, Kopfhörer, Haken. Ich glaube, da ist ein Haken. Warte mal. So. Jetzt habe ich mich nochmal ordentlich hingelegt. Hingesetzt. Mensch. Wo sind die Muschel und wo ist denn der Frosch? Da ist die Muschel. Und noch ein Pferdchen. Der Frosch. Frosch, 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 Frosch. Frosch, 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 Frosch. Jetzt nun. Frosch. Die neue Marke. Was? Das ist ein Kamel? Obwohl, könnte auch ein Drommel da sein. Das erkenne ich so schlecht von der Optik her. Okay. Kopfhörer. Habe ich die nicht gerade gesehen? Ich weiß, ihr habt alles schon fertig, alles schon gefunden. Da ist der Frosch. Reißzahn, Mikroskop und Socke. Mikroskop. Reiß. Zahn und Socke. Was ist die Socke? Das ist der Reißzahn. Lockenstab, Ölkanne und das Thermometer. 37 Grad. Bei dem Wetter 37 Grad. Na gut. Ölstange und Lockenkanne. Es wird alles gut. Alles gut. Ach hier. Da bin ich. Ja. Ja, an den Haken befestigen hier.
Hä? Ist doch ein Haken. Ist wohl stehen. Warte mal. Wenn sich das Baby jetzt zu sehr bewegt, ne? Dann fällt's runter. Ich will da nicht in ihrer Haut stecken. So. Okay, was mache ich jetzt mit dem Rechen? Dieses Quietsche und Knarze, ne? Warte mal, kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Zur Garage, nee. In dieser kleinen Flasche war so viel Wasser drin. Wow. Wofür brauche ich den Zement? Naja. Knarz, 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 knarz. Warte mal, da war da gerade noch was. Ach, das war nur die Nachricht, okay. Na, die Zodiacs habe ich ja noch nicht. Also die Sternzeichen. Dazu brauche ich den Zement. Kann ich das? Nee, ne? Ach. Ach, krass. Die habe ich gar nicht gesehen. Klar, mit bloßen Händen willst du da nicht graben. Deswegen, wie? Das ist ein Rasiermesser? Willst du mich veräpfeln? Das gibt's ja nicht. Okay, aber wie es damit weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Und bis dann zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.